So, nächste Übung, der Frontstütz. Wir gehen auf den Ellenbogen vor der Platte auf den Boden. Füße auf die Platte. Bitte in der Mitte des Körpers stabil bleiben, gerade bleiben. Schultern sollten bitte überhalb der Ellbogen sein. Weiter atmen, halten. Sehr, sehr gute Übung für den Bauch, aber auch den unteren Rücken. Atmen, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Halten. Dann wieder auf die Knie, kommen nach oben, stellen uns auf die Platte drauf, halten uns fest, gehen in der Mitte mit einem Bein, Gewicht aufs linke Bein, Knie leicht anwinkeln, Arm hier hinter das Ohr, hinter den Kopf und dann machen wir hier eine Bewegung. Das Knie geht hier zum Ellbogen. Hier bitte wieder auch die seitliche, schräge Bauchmuskulatur spüren und atmen. Ablegen, Gewicht auf das linke Bein, rechtes Bein strecken und aktiv nach unten und nach oben gehen. Beim nach oben gehen bitte ausatmen. Wir wechseln das Bein. So, dann gehen wir in den Liegestütz. Hier, Beine auf die Platte. Bitte die Handgelenke unter den Schultern halten. Halten, in der Mitte des Körpers bitte stabil bleiben. Bauch- und Rückenmuskulatur. Stellt euch mit gespreizten Beinen hin und streckt eure Arme gerade zur Seite. Und spreizt außerdem eure Finger. Aus dieser Position winkeln wir unseren rechten Arm leicht an. Und machen dann mit der rechten Hand einen kleinen Schlag nach vorne. Bereit? Los geht's.